kann ja doch so eine Reichweite haben. Die Arme sind gar nicht so lang. So. Mann. Wird die alle wehrhaft werden, ey. Cooler Typ, ja. Ah, okay, so cool. Die Definition von cool kann ich vielleicht ein wenig schwanken, aber. Okay. Ich kann am Himmelswillen nicht jeden nehmen dafür. Gerade jetzt, ich meine, es wird ja immer schwieriger. Ja, der hat auch eine Affenform, die kann er auch so im Kampf einsetzen, wenn er will, aber das mache ich nicht. Mir sind die kleinen Schnellen eigentlich wirklich lieber. Wobei, ich kann ja nicht im Arschloch sein. Wo ist Nappa? Nappa und der Schnellung sind die einzigen, die die Technik wirklich einsetzen. Von der ich spreche. Die Arschloch-Technik. Die Technik ist sowieso, man trifft so 10.000 Punkte abzieht. Na gut. Ja, so geht doch. Ich hätte es in Goku mit Namex macht. Oh. Ich hätte es in Goku mit Namex macht nehmen können, weil wir sind auf dem zerstörten Namek. Warum sind wir auf dem zerstörten Namek? Es macht keinen Sinn. Mann. Ey, so viel kann man auch gar nicht vorhersehen. Fick dich. Ach, stimmt, der hat ja noch vollen Schütze. Die Nüsse ist tatsächlich, die ich je gesehen habe. Okay, er braucht 4 Kilos nicht für den Scheiß, den ich von ihm will, aber meine Fresse! Nee, haut da rein! So, friss! Ah, die hat er doch. Du kannst doch auf Konterspannung gehen, das ist mir scheißegal. Boom! Nett. Oh, scheiße. Runter da! Ist der jetzt schöne und schlimme, wenn man vom Finish angetroffen wird? Man fällt erstmal auf den Boden. Ich weiß, es ist eine absolut billige Taktik hier, aber... Viel besser macht er das auch nicht. Oh fuck, 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 fuck. Meine Fresse, jetzt greife ich dir an! Weg ist er! Mann!
Okay, ich weiß schon den Unterschied bei Nappa und Shenlong. Bei Nappa kommt die echt delayed. Kurzstreckensprint, Arschloch. Ja, komm mal, Zunge greift dann nicht an. Nein, sie greifen sofort. Krepier! Hat getroffen. Ha. Mal sehen, was habe ich nochmal? Saiyajin-Seele. Boah, passt davon den ganzen Scheiß. Oh Mann! Das wird jetzt sehr viel abziehen! Wechsel. Ja, er ist jetzt nur die Hälfte abgezogen, weil er gelegen hat. Hau nicht ab! Ich kann mich verwandeln, man will schlechtere Techniken kriegen. Und eine ganz sicher treffende Technik, die 10.000 Punkte abzieht, da bin ich nicht gegen abgeneigt. Aber das ist der letzte Gegner hier. Seht ihr, so einfach kann das sein. Aber auch nur, wenn man eine wirklich, wirklich, wirklich billige Strategie, wie ich es gerade benutzt habe. Drei Kämpfer. Ein Riese, ein kleiner, der sich in Riesen verwandeln kann, und dann nochmal, naja. Schöner Kämpfer, ja, das gelaubt. Wer hat den immer zum schönen Kämpfer ernannt? Hat er eine Misswahl gewonnen? Ja, okay, als Ersten sollte ich vielleicht irgendeine Buh-Form nehmen. Davon nehme ich mal nicht Kid Buh. Ach, die Buhs sind doch alle nicht so dolle, Mann. Die sind stark und auch witzig im Nahkampf, aber irgendwo, wie überhaupt nicht mein Fall eigentlich. Na gut, nehmen wir mal den nicht ganz so stummen, dreifachen Super Saiyajin Son Goku als Knirps. Denn der ist ja im Japanischen witzigerweise gar nicht stumm. Na, packen wir seinen besten Freund Vegeta auch gleich mal ein. Ups. Oh ja. Yeah. Ich habe ja noch einen dritten, also. Vegeta aber als Affe. Obwohl nein. In der Form. Das wird ein witziger Kampf. Hm.
Lala. Und das. Na. Ich hab's auf einen Scheißdreck gesehen wegen der schieren Masse von dem Kerl, aber. Na. Hm. Oh. Ich hasse ihn. Ist der fette. Gerade wenn man so einen kleinen Charakter hat wie Dreifach und Goku, dann ist das so was von auffällig. Oh, was soll ich, Gut, der nächste macht aber Vegeta hier. Der hat dann, der hat von Nahkampf ja Angriff plus 3 bekommen. Und das ist auch ganz schöner Kämpfer, denn Lila ist nur im großen Roboter mit vorhanden. Lila ist durchaus ein schöner Kämpfer. So gewisse Standards. Und was gigantisch, der Roboter ist doch klein! Und? Der legt's drauf an. Der legt's natürlich drauf an. Du gewinnst dieses Duell nicht. Kann man verstanden, aber geil. Ja, tiefe Steine haben wir, die Kleine. Au. Das ist Beta. Und die hat mir jetzt schon immer was abgezogen, das ist sehr schön. Ein paar von euch, die vielleicht in diesem Video eingestiegen sind, würde ich jetzt fragen, warum ich mich über eine abgezogene Leiste aufrege. Oder überhaupt nicht freue. Wenn Charaktere uns dann bei sind, füllen sie, dass sie derzeit angefangen ist, wieder auf und nicht weiter an AP. Sie können sich nicht komplett erholen, wenn sie außerhalb des Kampfes sind. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil diese HP in die Punktewertung am Ende dieser Mission einfließen. Ich weiß, dass sie eine große Rolle spielen, ich weiß aber nicht, wie groß. Also ich weiß nicht genau, wie speziell groß. Oh nein! Tja, ich kenne dich ja nicht. Was, wenn man hier ausweicht? Hör auf, mit der zu rennen, oder du kassierst. Hasse Cybox. Ja, Chichi und kämpfen. Guter Witz. Aua. Ah. Vegeta als Affe ist sehr stark. Also stark und schnell. Soll ich wohl mal ein bisschen anwerfen. Warum kann die nicht schlagen? Oder wenn sie das Grillfleisch so wehrhaft macht wie hier. So, der hat auch eine große Flamme auf Abruf. Was hat sie ausgerüstet, dass sie mich so nerven kann? Ah, so fett wieder war, konnte der nur treffen. Also Baby Vegeta als Werfer macht aus einer Stadt wie Pinguinhausen Kleinholz. Naja, das könnte schlimmer sein.
Aber die erste Seite haben wir durch. Ich könnte eigentlich noch mehr. So. Team M. Ja, ich versteh's. Ich versteh's. So, der Zustand, bevor Bu sich mit Mr. Satan anfreundet, so ungefähr. 20 Z-Punkte.